Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Übertragung der DGTM von Sim Racing Deutschland. Daniel Hahn am Mikrofon. Ich darf Sie heute Abend an den Bildschirm zu Hause begrüßen zum dritten Saisonlauf aus Sebring. Wir sind also auf dem amerikanischen Kontinent, um genau zu sein, im Bundesstaat Florida. Und da wird es heute auf der bekannten Langstreckenstrecke zur Sache gehen im dritten Lauf eben der deutschen Meisterschaft. In wenigen Minuten wird das Qualifikationstraining starten. Wir schauen aber traditionsgemäß nochmal schnell auf die Seite von Sim Racing Deutschland. Simracing-deutschland.de, die Adresse, die es anzuwählen gibt oder gilt. Und dann finden wir uns auf folgender Seite. Da sehen wir sofort oben, dass der Livestream auf Full Green ist. Also da läuft er und dann hier können wir uns dann auch anschauen. Wenn ihr mich hört, dann habt ihr das offensichtlich schon getan. Und unter Serien zum Beispiel, wenn man da drauf klickt, dann kann man sich informieren, was denn für Serien angeboten werden in diesem Jahr. Da haben wir sie schön aufgereiht an der Reihe. 6 Stück waren mal geplant. Der Porsche Cup ist bereits beendet. Das war der Saisonauftakt. Dann die beiden Premium-Serien, die DSFM, die Deutsche Simsport Formelmeisterschaft, und die DSTM, die Deutsche Simsport Tourenmeisterschaft. Die laufen im Moment, sind gerade so ein bisschen in der Sommerpause. Und währenddessen gibt es unter anderem die V-Rock, die hat begonnen am 14.07. Das ist so die Just for Fun-Serie. Aber dennoch gibt es was zu gewinnen, nämlich das beste nicht SRD-Mitglied bekommt eine Jahresmitgliedschaft bei Sim Racing Deutschland. Dann gibt es noch die DGTM, die Deutsche GT-Meisterschaft. Das also heute Abend im Programm. Und dann wurde ursprünglich mal noch die DSLM, die Deutsche Simsport Langstreckenmeisterschaft, geplant. Allerdings inzwischen abgesagt. Und da gibt es Gedanken noch dazu, dass man sowas in die Richtung macht, aber noch nichts Genaueres. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auf simsport.tv oder multibc.tv/simsport euch in den Chat einzuwählen. Einfach hier unten auf Fullpage-Chat klicken oder, falls dieses graue Fenster bei euch nicht angezeigt wird, auf der linken Seite einfach ein bisschen runterscrollen und dann seht ihr hier bei Simsport-Chat auch den Fullpage-Chat. Einfach mal ein bisschen durchklicken und dann gehen wir aber schon auf den Server und sehen, dass das Qualifying bereits gestartet hat, allerdings noch keine Zeiten gefahren, also wir sind absolut rechtzeitig mit dabei. Jetzt warte ich mal noch schnell ab, wer als erstes auf die Runde gehen wird, können uns derweil schon ein paar Eindrücke leisten. Den TV-Monitor machen wir auch noch an zur besseren Übersicht und dann sehe ich, dass sich Jochen Bendermacher dann wohl als erstes auf die schnelle Runde begeben wird, hat sich hier sozusagen die Pole Position gesichert. Und wir sehen es schon, 8 Minuten 17, also 10 Minuten war das Qualifying mal lang. Und das sind schon ordentlich lange Runden. Bendermacher jetzt schon auf der ersten Fliegenden. Wir haben
Nur bisher keine Zeitanzeige. Das ist zumindest etwas fragwürdig, aber wir warten einfach mal ab. Da werden dann sicherlich gleich die ersten Zeiten reinkommen, auch auf den Live-View, den es ja über die DGTM-Seite auf der Homepage, auch das nochmal eine kleine Empfehlung von mir. Auf der DGTM-Seite gibt es auf der rechten Seite den Live-View, da könnt ihr die aktuellen Zeiten sehen. Und ja, offensichtlich geht Jochen Bendermacher dann doch erst jetzt auf die schnelle Runde. Genau so ist es. Da habe ich mich leicht in der Streckenführung vertan. Also Bendermacher, der Erste, der die Zeit vorlegen wird. 21 Fahrer im Moment auf dem Server. Und von Jochen Bendermacher haben wir bereits beim letzten Rennen einen guten Speed gesehen. Konnte das dann leider im Rennen nicht ganz so umsetzen. Im Gegensatz dazu Alex Rambo, der aus ähnlicher Position kam und das Rennen gewinnen konnte. Auch er natürlich einer der Favoriten heute Abend, Rambo. Der Rambov heißt er genau richtig, muss man ihn aussprechen. Möchte da keinen Fehler machen. Führt natürlich die Meisterschaft an Alex Rambov. Und wir werden da gleich in der Pause zwischen Quali und dann nochmal auf den Meisterschaftsstand eingehen. Jochen Bendermachers erste Zeit, 45,9, das ist jetzt noch nicht viele Aussagen, müssen da warten, bis die nächsten Zeiten kommen. Sander ähnlich schnell und der nächste, der dann den beiden Konkurrenz machen könnte, wäre Kevin Riedel. Der konnte nämlich schon 0,4 draufpacken im ersten Sektor. Momentan also der schnellste auf der Strecke, aber da kommen ja noch eine ganze Menge. Aber wir sehen schon nur noch 6 Minuten, also man wird wahrscheinlich nur einen Stint fahren. Für die 5 Runden oder 6 Runden Tank mitnehmen, Benzin mitnehmen. Und dann eben versuchen in den 3-4 Runden auch eine freie Runde zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach bei über 20 Autos, wobei die Strecke, ich habe schon angesprochen, 2 Minuten. Also auch nicht nur von der Rundenzeit ist sie lang, also auch von der Streckenlänge im Allgemeinen. Und da kann man natürlich besser einfach mal eine Position finden. Bendermacher jetzt in der letzten Kurve. Und seine Zeit im Mittelsektor konnte er ein bisschen kontern. Aber jetzt Alex Rambov, absolute Bestzeit im ersten Sektor. Bendermacher legt jetzt erstmal vor mit einer 2:01 glatt. Und das ist also so die erste Referenzzeit. Sander dahinter auf der 2 jetzt mit einer 2:014, also 0,4. Und dann springen wir mal schnell zu Kevin Riedel. Da ist er auch schon in die Linie. Dann nehmen wir Mats Hutzfeld, der ist nämlich auch noch ganz ordentlich unterwegs. Johann Schlegel inzwischen auf der 1, knapp vor Bendermacher. Und Rambov direkt dahinter wird wohl dann gleich die Führung übernehmen, sobald er in den letzten Sektor kommen wird. Eins kann man noch vorwegnehmen, so diese 2-Minuten-Marke. Das wird ein ganz, ganz ja, heißes Thema werden. Kann das jemand schaffen? Vielleicht er hier, der Meisterschaftsführende. Sensationelles Rennen gefahren in Sebring, im Lime Rock Park natürlich. Und dann nutzen wir gleich mal die Chance, gehen mit ihm mit auf eine Runde. Nachdem er sich zunächst mal mit 9 Zehnteln gleich mal so fast einer gesamten Sekunde an die 1 setzt, dahinter. Ihr seht es unten immer aktuell, der Zwischenstand. Das geht natürlich jetzt viel zu schnell, um das Stück für Stück aufzuarbeiten. Thomas Meyer im Moment auf der 2 von Johann Schlegel, Jochen Bendermacher noch auf der 4. Achim Krause, das ist die Top 5. Hutzfeld schnell im ersten Sektor und Bendermacher schnell im zweiten Sektor. Aber wir sind natürlich mit onboard bei Alex Rambov. Haben hier schon den ersten Sektor schön mitnehmen können. Sehr viele unterschiedliche Kurven, Radien und auch Geschwindigkeiten. Zeigt hier an, dass er vorbei möchte. Da geht das andere Fahrzeug auch zur Seite. 44,8, das wäre so eine Marke, die man erreichen kann. Und das fährt er auch. Also neue absolute Bestzeit für Rambov. Hutzfeld weiterhin schnell und Bendermacher konnte sich auf die 2 schieben. Dahinter jetzt Robert Reck. Also unten auf Hutzfeld achten, während Sander sich auf die 2 schiebt. Wie gesagt, es geht jetzt Schlag auf Schlag hier in diesem extrem knackigen, kurzen Qualifying. Aktuell gerade nicht jetzt im Bild Ahrens,
Walter, Heinzle, Giel und Erik Çakol. Bernd Giel und Erik Çakol noch ohne Zeit. Also müssen sich so langsam reinhalten. Sind aber beide auf der Strecke, also keine Sorge. Da wird auf jeden Fall eine Zeit gesetzt werden. Hutzfeld jetzt auf der 4. Vorne ist es ziemlich eng geworden. Die ersten, nehmen wir mal Alex Rangrup auf, dahinter. Vier Fahrer in anderthalb Zehnteln. Aber Rambov wird jetzt wohl die erste Zeit unter 2 Minuten setzen können. Also das war eine klasse Runde, die wir hier mitgenommen haben. Und in der Tat 1:59.643, also das ist somit das Schnellste, das auch auf den Hotlap-Listen in den Trainings gezeigt worden ist. Und das so einfach mal hinzuschmeißen im Qualifying, das ist eine reife Leistung. So, wir gehen jetzt aber mal, nachdem wir die Spitze erstmal im Bild hatten und Alex Rambov auch ziemlich sicher aussieht im Moment, gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Da fällt mir im Augenblick Matthias Balanski ins Auge mit einer guten ersten Sektorenzeit. Vorne gibt es natürlich weiterhin immer die Veränderung. Aber Balanski könnte jetzt durchaus einen Sprung machen. Zweite Zwischenzeit, ebenfalls persönliche Bestzeit. Jochen Bendermacher offensichtlich zufrieden, ist an der Box und das wird dann noch nicht mehr reichen, um rauszufahren. Also maximal 4. Platz für ihn. Dasselbe geht für Benjamin Sander, in diesem Moment in die Box gegangen. Wahrscheinlich waren sie auf ihren letzten Versuch, haben einen Fehler drin gehabt und dann aufgehört, weil ja, macht dann wenig Sinn, wenn man keine weitere Chance bekommt. Balanski schiebt sich von der 13 auf die 12, immerhin einen Platz gut gemacht. Und dann springen wir zu Achim Krause, aktuell auf der 8, aber als Teamkollege von Alex Rambov ja auch dafür bekannt, durchaus vorne mitfahren zu können. Beim letzten Rennen wurde, wenn mich nicht alles täuscht, Zweiter. Kommt jetzt hier sogar noch ein bisschen Windschatten mit. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Aber da raucht sein Motor wohl. Da ist wohl die Kühlung etwas zu niedrig eingestellt gewesen. Motor überhitzt und dann kommen diese Rauchschwaden. Das sollten die Fahrer eigentlich vermeiden, dass die Sicht der Kollegen nicht behindert wird. Und in diesem Fall ist es dann aber auch egal. Achim Krause wird also maximal auf der 8 bleiben. Wer ist noch schnell unterwegs mit grünen Zeiten? Vorne keiner. Und hinten, dann können wir da schon fast ganz an das Ende des Feldes im Moment gehen, denn Bernd Giel und Erik Çakol, von mir angesprochen, noch ohne Zeit. Die werden sich jetzt noch irgendwo einreihen, ansonsten kann ich auf die Schnelle keine Verbesserung sehen. Jetzt Sebastian Roscher noch mal im ersten Sektor. Also Bernd Giel startet maximal von der 14 und dahinter Erik Çakol, kriegt man ihn noch schnell. Na, da waren wir schon zu langsam. Çakol auf der 17. Und dann gehen wir schnell zu Sebastian Roscher, schauen, ob er die Runde noch zu Ende fahren kann. Das ist dann natürlich die Frage, ob er rechtzeitig über 0 kam, oder rechtzeitig über die Linie kam, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sieht aber danach aus und auch im zweiten Sektor neue Bestzeit. Aber jetzt kommen auch aus dem vorderen Drittel nochmal ein paar Zeiten rein. Also, wir müssen lange warten, bis endgültig die Reihenfolge feststehen wird. Aufgrund eben dieser langen Strecke. Wenn da einer im Grunde in der letzten Sekunde rüber geht, dann dauert es eben fast genau 2 Minuten. Johann Schlegel, keine absolute Bestzeit, aber persönliche Bestzeit in Sektor 1 und Sektor 2. Zunächst aber Sebastian Roscher und auf der 21 auch noch Andreas Heinzle mit 2 persönlichen Bestzeiten. Roscher bleibt auf der 16. Heinzle in der letzten Kurve und wie gesagt Johann Schlegel noch schnell. Heinzle schiebt sich vor auf die 14, also ganze 7 Plätze noch in letzter Sekunde gut gemacht und jetzt vielleicht der letzte wirklich heiße Kandidat im Qualifying. Schlegel bleibt aber auf der 8.
scheitert an seiner eigenen Zeit um 13 Sekunden. Also knackiges Qualifying. Und jetzt sind alle tatsächlich durch. Das ist also die endgültige Reihenfolge. Alex Rambow holt sich die Pole Position. Der Einzige, der die 2-Minuten-Marke geknackt hat, vor Robert Reck, Benjamin Sander, Jochen Bendermacher, Mats Hutzfeld, Thomas Meyer, Kevin Riedel, Johann Schlegel, Achim Krause, Moritz Kaltwasser. Das erstmal die ersten 10. Den Rest blende ich euch ein und dann schnappe ich mir mal die ersten 3 für die Pressekonferenz. Also bis gleich. Ja, wir sind letztens mit 35 Liter gefahren. So, da sind wir zurück mit den Top 3 aus dem Qualifying und wir fangen an mit, ja, der Mann der Stunde schon wieder, muss man fast schon sagen. Alex Rambow von der Pole geht's wahrscheinlich ins Rennen. 1:59.643, der Einzige unter 2 Minuten. Gute Leistung. Ja, danke. Ich hatte eine gute Runde erwischt. Wusste, dass die Reifen nur 2 Runden mitmachen werden und musste mir von daher das Qualifying gut einteilen. Hatte in der ersten Runde einen kleinen Schnitzer drin und in der zweiten Runde konnte ich dann nochmal nachlegen. Und so, dass es zur Pole gereicht hat, also wunderbar. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Und dann wünsche ich dir Glück, dass es auch im Rennen ähnlich gut läuft. Danke. Kommen wir zum Zweitplatzierten, dem ich natürlich auch Glück wünsche, dass es im Rennen vielleicht noch ein bisschen besser läuft. Robert Reck, erstmal Gratulation zum 2. Platz. Und ja, danke schön. Ich habe schon auf den Hotlip-Listen gesehen, also du warst auch schon unter 2 Minuten. Was hat jetzt gerade nicht gepasst? Vielleicht die Tagesverfassung heute, aber ja, aber ich bin sehr überrascht, dass ich heute auf dem 2. gefahren bin, auf dem Quali. Das starker Fahrerfeld, was wir haben heute. Glaubst du, du kannst im Rennen da dem Alex ein bisschen Paroli bieten? Sagen wir schwer. Doch er ein sehr schneller Fahrer ist auch. Also, auch dir natürlich alles Gute fürs Rennen. Viel Glück, komm gut durch. Und dann kommen wir noch schnell zum 3. im Bunde. Benjamin Sander im Lamborghini, 3. Platz. Knapp hinter Robert. Also auch Gratulation an dich. Ja, wie lief's für dich? Ja, danke. Also, noch knapper war es eigentlich zu Jochen Bendermacher, weil das war nur 2000stel, ne? Ja, ich sehe es auch gerade, ja. Also es war halt so ein bisschen durchwachsen. So. Ich hätte vielleicht ein bisschen früh anfangen sollen, mich mal ein bisschen warm zu fahren, so wie Alex oder so. Aber an den kommt eh keiner ran. Also wenn man das doch sieht, so, der ist dann viel, viel zu schnell. Auch der Robert, das ist verdammt eng im Rennen. Also ich weiß jetzt nicht, je nach Tagesverfassung oder so bei uns, ne, wie wir dann so drauf sind, in der normalen Pace. Ne? Aber grundsätzlich ist das schon eng, auch im Test drin gewesen. Und wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Hat er im ersten Anlauf so einen Schnitzer drin. So. Erste Kurve nicht immer so gut gekriegt und die letzte Kurve nicht so. Das sind so 2 Schlüsselstellen allgemein. Aber mal gucken, wie dann läuft. Ja, klar. Die letzte Kurve vor allem sehr bekannt in Sebring. Auch für dich alles Gute im Rennen. Wünsche viel Glück. Kommt gut durch und habt jo, Spaß. Okay. Ich versorge die 3 jetzt wieder. Wir machen ein kurzes Päuschen. Solange gibt es ein kleines Video und dann geht's in circa 5 Minuten weiter, weil wir wollen ja noch die Rangliste durchgehen. Also, bis gleich.
So, können wir wieder broadcasten. Und damit sind wir auch zurück. Wie bereits angesprochen, wagen wir nochmal schnell einen Abstecher auf die Simracing Deutschland Seite. Was hast du gerade? Zwei Informationsvideos, ein paar Heißmacher zur VROC, der Virtual Race of Champions. 10 Rennen, 10 verschiedene Fahrzeuge auf 10 verschiedenen Strecken. Und das besondere Schmankerl dabei ist, dass im jeweils 2 Läufe gefahren werden pro Abend, a 30 Minuten, und im zweiten Lauf das komplette Fahrerfeld in umgedrehter Reihenfolge, messen am Ergebnis des ersten Rennens, in das zweite Rennen gehen werden. Das also in der VROC. Wir schauen aber nochmal schnell auf die DGTM und sehen also auf der rechten Seite hier die Kurzwertung. Und da wollen wir noch schnell einen Blick drauf werfen, bevor wir gleich ins Rennen gehen. Also Alex Rambow führt da im Moment mit 42 Punkten knapp vor Carsten Wilhelm, 44 auf der 3, Wolfgang Hans, der Sieger der Spring Season. Das ist ja, muss man dazu sagen, die DGTM Summer Season, also zweite gewertete Meisterschaft in diesem Jahr, während die Premium-Serien ja das komplette Jahr durchfahren und dementsprechend die Meisterschaft auch etwas länger ist. Auf der 4 Achim Krause, und auf der 5, da teilen sich drei Fahrer den fünften Platz.
Benjamin Sander, Robert Dreck, also die beiden, die wir heute auf der 2 und auf der 3 haben. Und ja, wen haben wir da noch? Ja, meine Wenigkeit, die aber offensichtlich heute nicht mit am Start ist. Ich werde das Ganze für euch aufarbeiten und dann springen wir auch schon rein auf den Server. Es geht in wenigen Momenten los. Das Warm-up ist seit ein paar Sekunden vorüber. Wir haben hier nochmal die ersten 10 im Blick. Auf der 11 geht ins Rennen. Das ist jetzt natürlich der aktuelle Stand. Müsste die Startaufstellung sein. Auf der 11 Luca Borngesser, Matthias Balanski auf der 12, Karl-Heinz Glut auf der 13. Andreas Heinzle haben wir gesehen, zum Schluss hat sich auf die 14 noch geschoben, Bernd Giel auf die 15 und Michael Arns auf die 16 verdrängt, Sebastian Roscher auf der 17, Erik Czakoy auf der 18 und dann haben wir noch Markus Broch auf der 19, auf der 20 könnte dann jemand stehen, der aktuell wohl nicht auf dem Server ist. Und auf der 21 Peter Walter. Allerdings haben wir auch noch Zuwachs bekommen. Während dem Warm-up Ruben Denker ist zu uns gestoßen, muss allerdings natürlich dann von hinten ins Rennen gehen, da er nicht am Qualifying teilgenommen hat. Ansonsten sind aber auch die anderen 21, glaube ich, auch wieder auf dem Server. Oder wir haben noch einen Neuzugang. Kommen im Moment aber nicht drauf. Also das sei mir verziehen. Aber es könnte Moritz Kaltwasser sein. Könnte. Keine Garantie drauf. Oder Luca Borngesser. Einer von den beiden. Das sind die beiden, die jetzt mir am unsichersten erscheinen. Aber bevor wir hier weiter spekulieren, alle, die ich jetzt genannt habe, sind auf jeden Fall im Rennen dabei. Also egal von wo sie starten, werden die Chance haben, Punkte mitzunehmen aus dem dritten Lauf. Wie immer in der DGTM gibt es auch heute Abend 2 Meisterschaftsläufe, ein Sprintrennen, 15 Minuten und das Hauptrennen mit 45 Minuten. Und da gibt es wahrscheinlich auch wieder den ein oder anderen Boxenstopp, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn obwohl es durchaus die Möglichkeit gibt, mit einer Tankfüllung und einem Satz Reifen durchzufahren. Die wenigsten Fahrer werden sich vermutlich auf das Rennen. Die Fahrer haben nun 30 Sekunden Zeit, auf die Strecke sich zu klicken. Und dann starten wir in wenigen Sekunden zur Formationsrunde. Nochmal die Information. multibc.tv/simsport. Da gibt es den Fullpage-Chat. Wir sind in Channel Nummer 4, weil es keinen Channel Nummer 5 gibt. Also Channel Nummer 4 für Fragen, Anregungen etc. Loggt euch ein und diskutiert mit. Und Alex Rambow eröffnet in diesem Moment also die Formation Lab, die Einführungsrunde. Ja, die DGTM hatte eine etwas längere Pause. Es war ursprünglich heute das bereits 4. Rennen geplant. Allerdings, wir haben es gesehen in der Übertragung am Lime Rock Park, dass einfach sehr viele Fahrer Disconnect-Probleme hatten. Und das lag wohl oder übel so ein bisschen an den Fahrzeugen oder vor allem an der Fahrzeugvielfalt. Auf jeden Fall hat man jetzt einen altbewährten Mod zur, ja, wieder herangezogen, hat da aber dann die neue Fahrzeugphysik drauf geklatscht und offensichtlich funktioniert das besser. Also wir haben gleiche Fahrzeugphysik, allerdings mit etwas weniger Modellen. Und einer, der sein Modell zum Beispiel behalten konnte, ist eben Alex Rambow. Dahinter Robert Dreck zum Beispiel. Er ist davor ein Mustang gefahren, musste jetzt tauschen, blieb aber bei den amerikanischen Fabrikaten und fährt, wie wir sehen, die Corvette. Benjamin Sander dahinter nach wie vor im Lamborghini unterwegs. Und dann werden wir sicherlich noch auf die ein oder andere Fahrzeugveränderung oder auf das ein oder andere Fahrzeug heute Abend eingehen.
Und jetzt kommen wir auf diese lange Gegengerade gleich. Nach dieser doch sehr anspruchsvoll zu fahrenden Kurvenkombination hier. Da muss man früh aufs Gas gehen, hier auf diese lange, lange Gegengerade. Das wird heute eine der Schlüsselstellen sein. Wir haben es auch schon in der Pressekonferenz gerade gehört von Benjamin Sander. Da geht es auf die letzte Kurve zu. Das ist eine sehr, ja, tückische Stelle. Da kann man schnell mal von der Linie rutschen. Und vor allem, wenn man da nebeneinander in die Kurve geht, kann vor allem vielleicht auch der Dritte daraus profitieren. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spektakuläre Szenen geben. Und was war da denn los? Also es sah fast so aus, wie wenn einer der P1-Jungs hier, Butzfeld oder Bendermacher, da die Mauer geküsst hätten. Das wäre natürlich suboptimal. Und da dreht sich wiederum einer weg. Das ist Bendermacher im SLS, also kein optimaler Auftakt für ihn. Und zum Start nehmen wir uns vielleicht nicht ganz so realistische, aber funktionale Swingcam zur Hilfe, um hier möglichst viel vom Start zu sehen. Rambow, Reck in der ersten Reihe, dahinter Sander, Bendermacher, Hutzfeldmeier, Kevin Riedel, Johann Schlegel, Achim Krause und Moritz Kaltwasser auf der 10. Also er war offensichtlich dabei, genauso wie Luca Born gestern, da habe ich mich mal voll getäuscht. So, wenigen Sekunden geht's los. 3, 2, 1 und das Rennen ist gestartet. Rambow kommt sehr gut weg. Sander dagegen gar nicht, verliert einige Positionen. Vorne scheint alles klar zu sein. Jetzt Hutzfeld gegen Riedel um die dritte Position. Hutzfeld mit der Innenbahn. Da gibt es den Kontakt zwischen den beiden. Riedel geht weit, auch Hutzfeld geht weit raus. Das hilft Sander wieder. Der kommt wieder vor auf die dritte Position. Robert Reck auf der 2, dann dahinter Kaltwasser auf der 4. Und das Feld sortiert hier erstmal ein. Dahinter Kontakt zwischen Meier und Krause. Aber beide scheinen weiterfahren zu können. Achim Krause hat ein paar Positionen verloren dadurch. Alex Rambow nach vorne, so. Dann nehmen wir uns gleich mal bei der nächsten Gelegenheit. Legen wir sie uns mal auf den Schoß, die Fahrer. So, hier. Also, Rambow, Reck, Sander vorne weg. Dann Kaltwasser, Bendermacher, Meier, Hutzfeld. Dann hier haben wir einen Dreierpack. Luca Borngesser hinter Achim Krause. Scheinen erstmal die meisten zumindest durchgekommen zu sein. Wer ist nach hinten gefallen? Abstand Markus Broch. Da kommt er, der hängt schon ein bisschen zurück. Aber der Rest im Grunde noch alle beisammen. Also, das scheint ganz gut gegangen zu sein. Die ersten 21 Fahrer in 15 Sekunden. Und das bedeutet im Grunde, dass das komplette Feld noch eng beisammen ist. So, jetzt hier das erste Windschattenduell. Hutzfeld schon neben Kaltwasser. Das ist Bendermacher, Entschuldigung. Schiebt sich davor, aber Kaltwasser kontert. Sehr schön gemacht. Und jetzt vielleicht nochmal der weitere Konter von Jochen Bendermacher. Auf jeden Fall neben Kaltwasser. Wir gehen auf die Motorhaube von Thomas Meyer. Der filmt uns das wunderbar. In die erste Kurve hinein. Leichter Kontakt, alles im Rahmen noch. Und Kaltwasser hat die Position. Jetzt aber vielleicht Meyer, der Glückliche, der. Oh, da gab's die Berührung. Auf jeden Fall zwischen Bendermacher und Kevin Riedel. Aber inwiefern war jetzt da noch Thomas Meyer mit beteiligt? Aber da sehen wir schon, der hat wohl keine Berührung. Also Auffahrunfall von Jochen Bendermacher. Schießt da Kevin Riedel aus der Bahn. Und das ist natürlich kein guter Start. Und da hinten kracht's. Richtige Fetzen fliegen. Jetzt geht's aber drunter und drüber. Und das ist wieder Bendermacher, ja. Halte ich es im Kopf denn aus? Was war da denn los? Vorne verbremst sich ein Piranha. Oh, der dreht sich. Da konnte jetzt Bendermacher nichts dafür. Da muss ich das Kommando wieder zurücknehmen. Das müsste Jürgen Gartringer gewesen sein.
der sich da gedreht hatte. Schauen wir nochmal drauf, was da die Ursache war. Na, das war nicht Gartringe. Das war Luca Borngesser. Wir sehen uns nochmal. Zweikampf mit Kevin Riedel. Oh, und da zieht Riedel ein bisschen zu energisch rein, dann gibt es den Kontakt. Also was für ein Auftakt hier. Ja, das Sprintrennen, das ist natürlich immer von Anfang an spektakulär, da es hier nicht so viel Zeit gibt. Ein Drittel der Rennzeit im Grunde schon vorbei. Und da will jeder versuchen, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Das endet leider in diesen Fällen nicht so toll. Also Rambow weiterhin vorne, Reck und Sander, die ersten drei können sich deutlich absetzen. So, dahinter haben wir jetzt das nächste Kampfpaket und das ist im Moment am energischen Hutzfeld gegen Krause. Krause konnte sich also jetzt schon durchaus nach vorne arbeiten. Zeigt also auch hier, dass ein guter Racer ist. Kevin Riedel schon dahinter auf der 7. Johann Schlegel 8er im Moment. Jochen Wendermacher jetzt 9. Aber wir haben es gesehen, bei ihm fehlt die Frontschürze. Ich wage zu bezweifeln, dass er da noch gute Rundenzeiten fahren kann. Hutzfeld jetzt aber auch erstmal mit dem Befreiungsschlag auf der Geraden. Hier sehen wir das Auto von Wendermacher. Komplett zerstört. Aber offensichtlich hat er da noch genug Angriffsdruck auf der Vorderachse. Einzelne Gartringer auf den Plätzen 10, 11. Dahinter Denker auf der 12. Also er kam ja von ganz hinten. Hat schon das halbe Feld überholt. Wird damit sicherlich zufrieden sein. Vielleicht nutzt er noch die Chance, fährt in die Top 10. Und dann steht er im zweiten Rennen ganz vorne. Im zweiten Rennen die ersten 10 werden gedreht. Also wer jetzt auf die 10 fährt, startet gleich von der Pole Position. Erik Dacoy. Hinter ihm Kaltwasser. Weit vorne, weit nach vorne gekommen am Start. Leider zurückgefallen. Wir haben es gesehen, Kontakt gehabt. Mit Jochen Wendermacher. Peter Walter an der Box. Das sind natürlich jetzt die ersten Boxenbesuche aufgrund vielleicht auch von Schäden. Karl-Heinz Blut hat inzwischen sogar schon das Auto abgestellt. Michael Ahrens ebenfalls an der Box. Also da läuft es für einige suboptimal. Der Angriff jetzt von Kaltwasser auf Chakoy ziemlich problemlos. Und Sebastian Roscher im Moment noch auf den letzten Punkteplatz. Borngesser ist da auch noch dran. Und Bernd Giel hat jetzt aber dann leider schon abreißen müssen. Schauen wir wieder nach vorne ins Feld. Hier haben wir Andreas Heinzle, der jetzt im Heck von Jochen Wendermacher hängt. Also offensichtlich kein optimales Auto mehr. Und davor schon wieder Achim Krause. Der jetzt wieder neben der Strecke fährt. Also auch bei ihm muss offensichtlich ein Zwischenfall gewesen sein. War ja zuvor an Mats Hutzfeld dran. Da kann Wendermacher sogar möglicherweise angreifen auf der Außenbahn. In die Haarnadel. Aber Krause hält erstmal die Nase vorne. Heinzel dahinter im Angriff, in der Verteidigung gegen Ruben Denker. Und dann so langsam das Mittelfeld mal kurz beiseite und gehen an die Spitze. Da wollen wir noch mal schnell einen Blick drauf werfen, denn die ersten drei, sie sind wirklich noch eng beisammen. Alex Rambow nur 1,5 Sekunden Vorsprung und dahinter direkt Reck und Sander, der jetzt möglicherweise den Angriff startet auf der langen Gegengeraden. Thomas Meyer, wir sehen es eingeblendet auf der 4 schon etwas mehr als 9 Sekunden dahinter. Fast 10, könnte man sagen. Letzte Kurve jetzt etwas besser getroffen von Reck.
Also wunderbare Szenen hier aus dem Cockpit von Benjamin Sander. Hier versucht erstmal an Robert Dreck dran zu bleiben, vielleicht in Position zu kommen. Aber er weiß auch, vielleicht besteht sogar noch die Chance ganz nach vorne. Da reicht ein kleiner Fehler von Alex Rambow und die Lücke wäre geschlossen. Außerdem laufen sie auf eine Überrundung auf. Wir sehen es im Vordergrund. Und jetzt kommt aber der Angriff an einer eher ungewöhnlichen Stelle. Da muss man sich normalerweise Platz lassen. Das ist jetzt gerade noch mal so gut gegangen. Haben aber beide sofort ein paar Meter verloren. Thomas Meyer im Moment auf der 4 relativ ungefährdet. Johann Schlegel, Kevin Riedel probiert es vielleicht an der gleichen Stelle wie gerade Sander, aber auch er zieht nochmal zurück, entscheidet sich dann doch. Und wir sehen es, wie er da schon direkt weit rauskommt. Also hat dieser kleine, ja, kleine Angriffsantäuschung schon so ein bisschen an der Linie gekratzt. Dahinter nach wie vor Butzfeld, auch bei ihm sieht das Auto nicht mehr optimal aus. Und da fliegt Jünger-Trigger in die Barriere und das ist das Aus für ihn. Da geht der Reifen flöten und das ist normalerweise das Aus. Das kann man vielleicht noch in die Box retten, aber Punkte wird er sicherlich keine mehr mitnehmen. Wir schauen nochmal einen Blick drauf. Ah, da sehe ich schon. Da kommt er hier wahrscheinlich so ein bisschen zu weit über den Randstein, verliert dann das Heck am Ausgang. Klassischer, ja, Fahrfehler muss man schon sagen. Kleine Unkonzentriertheit, bisschen von der Linie gekommen und bis Jürgen Gartringer. Ja, ist gut mitgefahren auf der 8. Position. Das wird ihn sicherlich ärgern, das da aus eigener Hand wegzuwerfen. Luca Borngesser dadurch jetzt wieder in die Punkte gerutscht. Sebastian Roscher, Erik Czakoi, Moritz Kaltwasser. Jetzt an Achim Krause dran, also für Achim Krause geht es auch eher weiter nach hinten als nach vorne. Obwohl man doch anderes gewohnt ist, aber vielleicht der 10. Platz, der ist gar nicht so weit weg. Im Moment hält ihn Jochen Bendermacher. Wie gesagt, der würde die Pole Position bedeuten. Davor Denker und Andreas Heinzel, die sich ja durch diese konstante Fahrweise eben jetzt nach vorne gefahren haben. Und auch davor sehen wir ja Mats Hutzfeld ohne Frontschürze. Das sollte nicht, ja, allzu schwer sein, da die ähnlichen Zeiten mitzugehen. Ja, harte Manöver von Denker und hartes Manöver von Denker und er ist vorbeigegangen. Schauen wir uns nochmal an, aus seiner Sicht. Bisschen irritiert worden, ja, da sehen wir es nochmal. Da kam Andreas Heinz ein bisschen zu weit raus. Und dann geht er da knallhart auf die Linie, aber das geht absolut in Ordnung. Ruben Denker somit also auf der 8. Position. Und ist sofort dran an Mats Hutzfeld. Also offensichtlich deutlich schneller gewesen als Andreas Heinzle. Hinter dem er jetzt doch einige Zeit festhielt. Wie sieht es an der Spitze aus? Da gingen die Abstände etwas auseinander. Auch Riedel jetzt gerade eben mit einem Fehler. Da können wir vielleicht nochmal drauf schauen. Das muss vor wenigen Momenten passiert sein. Das ist doch wohl schon länger her, also vielleicht in der Runde davor. Da war der Abstand auch deutlich geringer zu Johann Schlegel. So, jetzt aber Ruben Denker vorbei an Hutzfeld. Also der prescht ja hier nach vorne, das ist ja unglaublich, von ganz hinten. Da war er schon vorbei, auf die Gegengerade und noch weiter zurück. Und da kommt er richtig rangeflogen, das sehen wir auch. Hutzfeld hat keinen Angriffsdruck mehr auf der Vorderachse. Sucht jetzt hier die Position über die Zeit zu bringen. Natürlich, ein Boxenstopp wäre wohl zu kostbar. Und somit Ruben Denker auf der 7. Sehr schön gemacht, kann sich sofort absetzen. Also gar kein Problem hier die Position nach Hause zu fahren. Kevin Riedel 4 Sekunden weg. Ja, sagen wir 3 Sekunden, dann stimmt's und das ist durchaus im Bereich des Machbaren, wenn er so weiterfliegt, also mich würde es nicht wundern. Mats Hutzfeld kommt jetzt so langsam unter Druck von Heinzle und Moritz Kaltwasser hat sich wieder auf die 10 vorgefahren.
Ach, stehende Räder bei Bändermacher. Und Einzel verteidigt sich gegen Moritz Kaltwasser, der natürlich auch wieder nach vorne kommen möchte. Also die 10. Position hat er schon mal. Aber die 9., die gibt nochmal ein Pünktchen mehr und man steht immer noch in der ersten Startreihe im zweiten Rennen. Hat also niemanden vor sich, der einen wohl wirklich direkt den Start verderben kann, weil er nicht loskommt. So, Sander kommt nochmal ein bisschen näher ran. Die letzte Runde ist eingeläutet. Und Alex Rambov schon wieder sichere Sieger aus. Wir bleiben noch einen Moment bei diesem Duell. Gehen dann an die Spitze und da tut sich tatsächlich was. Ja, was ist denn da passiert? Da kommt Bändermacher von hinten. Oh, und da hat wohl Kaltwasser nicht wirklich aufgepasst. Müssen wir nochmal in die richtige, in die langsame Zeitlupe gehen. Hier sehen wir, Bändermacher ist daneben. Lässt nicht viel Platz. Und ja, Kaltwasser fährt leicht schräg. Beide nicht optimal. Beide fahren nicht geradeaus. Und dann ist es sehr schwer einzuschätzen, wo die Linie des Gegners hingeht. Also ich möchte keinem einen direkten Vorwurf machen hier. Aber Bändermacher hätte einfach mehr Abstand halten sollen. Dann wäre das Ganze wohl etwas... ja, nicht ganz so tragisch ausgegangen. Das bringt uns zu folgender Situation. Heinzel auf der 9, Kaltwasser 10. Und Ruben Denker in diesem Moment vorbei an Kevin Riedel. Wir dürfen allerdings nicht allzu viel Zeit verlieren. Denn unser Spitzenreiter ist schon auf dem Weg. Ja, da haben wir noch ein paar Sekündchen Zeit. Dann schauen wir uns das Manöver noch schnell an. Ruben Denker in der Haarnadel. Und auch hier sehen wir es. Verbremser auf der... ja, auf der Kampflinie von Kevin Riedel, ausgenutzt von Ruben Denker. Damit vor auf die 6, sensationelles Sprintrennen. Und Alex Rambov in der letzten Kurve. Er hat die Favoritenrolle, ja, nach Hause geschaukelt. Die ersten 3 sind so ins Ziel gekommen, wie sie losgefahren sind. Alex Rambov gewinnt also auch hier den ersten Lauf in Sebring. Robert Reck wird 2., Benjamin Sander 3. Da hat sich das gesamte Rennen über nichts verändert. Außer am Start mal, als Sander kurzzeitig zurückgefallen ist. Auf der 4 Thomas Meyer, auch für ihn starkes Resultat. Freut sich sichtlich. Johann Schlegel kam da nochmal ziemlich nah ran. Auf der 5. Und Ruben Denker, für mich Man of the Race, ganz klar. Also von ganz hinten auf die 6. Hervorragend. 2 Daumen gibt es da nach oben. Und dann kommen sie ganz schnell dahinter rein. Das war dieses turbulente Mittelfeld, das wir gesehen haben. Am Ende Hutzfeld auf der 8, Kaltwasser auf der 9. Pause auf der 10 holt sich also somit die Pole Position. Damit tauscht er mit seinem Teamkollegen die Plätze. Jochen Bendermacher 11., Andreas Heinzle 12., Erik Czakoi 13., Luca Borngesser 14. und Sebastian Roscher holt sich den letzten Punkt im ersten Sprintrennen. Auf der 16. Matthias Walanski, 17. Bernd Giel, 18. Markus Brocht, 19. Peter Walter, 20. Jürgen Gattringer, 21. Michael Ahrens und leider ausgeschieden Karl-Heinz Kluth schon in der 2. Runde. So. Jetzt holen wir uns die glücklichen 3, dieselben 3 wie gerade eben. Aber das soll uns nicht dran stören. Also, einen Moment Geduld und dann geht's weiter mit der ersten Siegerpressekonferenz am heutigen Abend. Da sind wir.
Mit den drei Glücklichen, ja, die kennen wir doch, könnte man fast sagen, aber alles in Ruhe erstmal. Fangen wir an mit dem Sieger, Alex Rambow. Was für ein Rennen von vorne, einfach weggefahren und nie die Sorge gehabt, dass es irgendwie schief gehen könnte? Ja, danke erstmal. War ein super Rennen, von Anfang bis Ende. Habe allerdings nicht damit gerechnet, dass die Reifen so schnell abbauen. Die waren nach drei Runden ziemlich doll kaputt und zum Schluss ging es dann wieder ein bisschen besser. Aber alles in allem ein super Rennen, auf jeden Fall. Sprichst du es an, die Reifen? Also man könnte ja theoretisch durchfahren, die 45 Minuten gleich, aber das wird dann wohl nicht drin sein, oder? Nee, also für mich auf keinen Fall. Also ich werde auf jeden Fall einen Boxenstopp einlegen und muss jetzt mal gucken, dass wir vielleicht am Setup noch ein paar Kleinigkeiten machen können, dass die Reifen vielleicht auf die Distanz ein bisschen besser halten. Ansonsten, nee, durchfahren ist für mich nicht der Fall. Also, ich wünsche viel Glück dabei und danke. Nochmal Gratulation. Klasse Leistung und ja, ein weiterer Erfolg, ein weiteres Kreuz auf dem Helm für Alex Rambow. Auf dem zweiten Platz mein werter Kollege Robert Reck. Herzliche Gratulation zum zweiten Platz. Dankeschön. Ja, es sah eine Zeit lang so aus, wie wenn ihr alle drei, muss man ja fast schon sagen, eng beisammen bleiben wird, aber zum gegen Rennende seid ihr dann doch ein bisschen abgefallen. Habt ihr euch zwischenzeitlich mal um Platz 2 gestritten und seid deswegen weg? Ja, kann man so sagen, weil ich wollte an Daniel, an Alex dranbleiben, habe ich sogar geschafft, brunnenlang, aber leider kam der Ben immer näher und macht mir ordentlichen Druck hinter mir die ganze Zeit. Ja, aber ich denke auch, du wirst zufrieden sein, also zweiter Platz, ein sauberes Rennen. Es ist nichts passiert, also ich habe euch schon mal Glück gebracht, alle drei sind ins Ziel gekommen, juhu. Okay. Und ja, was erwartest du im zweiten Rennen? Wie sieht es bei dir zum Beispiel mit den Reifen aus? Oh, die Reifen sind dann recht gut. Also ich werde auf jeden Fall auch einen Boxenstopp einlegen, weil durchfahren kann es auf jeden Fall nicht, weil die Rundenzeiten werden dann so grottenschlecht am Schluss. Also da bin ich nichts. Alles aber klar. Auf jeden Fall Boxenstopp. Also auch dann viel Glück bei dir. Und okay. Dann kommen wir zum dritten im Bunde. Benny Sander, auch an dich. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Am Anfang gab es so ein bisschen eine Strecksekunde, als du nicht losgekommen bist, aber am Ende ist nochmal alles gut gegangen. Ja, das ist, ich war schwer irritiert. Ich hatte dann gehofft, die Ampel geht nicht so schnell raus. Weil im Testring ging alles gut, da stand ich auf Platz 4. Und auf Platz 3 habe ich die Ampel nicht gesehen, weil mein Lambo so tief und flach ist. Ich dachte, oh nein, jetzt siehst du die Ampel nicht, stehe da, mach schon Außenperspektive, geh dann wieder hin, guck so an der Rand, okay. Und dann, oh Mist, da ging die Ampel schon aus und bin viel zu schnell von der Kuppel runter, so ist hektisch. Ja, aber die haben sich ja alle zum Glück gekältet, dann erste Kurve schön innen, vorsichtig durch, dann angeklopft immer hier, schön, mach mal Platz, ich komm mal von innen, dann gucken wir dann außen irgendwie ankommen. Da ging ja alles gut, die haben sich dann ja da, wer weiß wie, da gedrängelt, da außen und so, aber ja, ging ja zum Glück noch gut. Und dann in der Mitte des Rennens und ich kam dann irgendwann ja ran an Robert. Also natürlich halt nur mit, ich habe voll Druck gemacht, ich bin wie Quali gefahren, ich habe gedrückt ohne Ende und schalte ich auf einmal in den Zeitding an, in Effekt auf Zeit und mich ging so. Ich bin dann schnell zur Runde gefahren oder so. 1:01, habe mich voll gewundert, war ja schneller als Quali. Aber ich war einfach zu unkonstant. Also immer gepusht, aber ja, immer mal Federchen gemacht und so, eine spezielle Kurve auch. Ne? Das war dann schwierig. Ich konnte mal zwar einmal reinstechen, aber das war es dann auch. Also dann keine direkte Gefahr jetzt erstmal für P2. Also. Aber ich höre es an deiner Stimme, also du bist durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, also klar, ich bin natürlich sehr zufrieden. Also ich hab mir schon gehofft, dass ich auf jeden Fall wollte ich P5 sein. Ich habe mich gefreut, wenn ich also aufs Podium komme. Und jetzt ist ja gut so, jetzt bin ich auch auf dem Podium. Ich meine, Rambo kriegt ja im Prinzip eh keiner, der zählt ja schon praktisch nicht mit im eigenen Klassement, was man da so führt, in den Leuten, denen man sich so vergleicht. Und ja, also es ist schon gut gelaufen auf jeden Fall. Noch ein kurzes Wort zum zweiten Rennen. Ja, dann fängst du wieder bei Rambo an, oder? Nein, die anderen haben ja schon was dazu gesagt. Hast nicht zugehört. Achso, ja, wegen dem Stopp. Ja, also ich fahre auf jeden Fall nicht durch. So viel steht fest. Genau, richtig. Also ich fahre auch nicht durch. Das macht gar keinen Sinn. Die Reifen haben ja auch echt schlagartig abgebaut. Ich habe schon zwischendurch überlegt, ob überhaupt zwei Stopp Sinn macht, aber wahrscheinlich nicht.
Ja, muss man mal gucken. Muss man einfach sanft durchkommen da, gucken, dass man am Anfang nicht zu sehr die Reifen strapaziert, ohne dass man jetzt 10 Leute dabei vorbeilässt und dann halt das so ein bisschen haushalten, ne? Okay, also ich glaube, in welche Runde ihr in die Box kommt, wollt ihr mir nicht erzählen. Also, dann lassen wir das mal lieber. Nochmal an alle drei herzlichen Glückwunsch. Sensationeller Abend bisher. Und ja, vielleicht geht's ja so weiter. Und dann sehen wir uns tatsächlich nochmal. So schön heißt, alle gute Dinge wären dann 3. 3 mal 3 macht 9 und so weiter. Ich verabschiede euch und die Zuschauer eine kurze Pause. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit, dann geht's ins zweite Rennen. Die Jungs dürfen auch nochmal schnell auf die Strecke, sich ein bisschen warm fahren. Und dann geht's gleich weiter in Sebring. 45 Minuten, das Hauptrennen, die DGTM bei SimRacing Deutschland. Bis gleich. Thank you.
wir sind zurück und ich habe mir noch mal ganz schnell einen Gast besorgt, nämlich Ruben Denker. Was für ein Rennen im ersten Rennen, Ruben? Erzähl uns mal schnell, was ging da bei dir ab? Ja, also der Start war eigentlich schon mal nicht so gut, weil vor mir einer ziemlich gepennt hat. Und ja, in der ersten Runde war ziemlich viel Chaos. Ich musste da ganz schön oft nochmal auf die Bremse steigen und ausweichen und bin dann dementsprechend ziemlich weit hinten gewesen. Ja, und dann ging es steil nach vorne. Hab natürlich auch durch ein paar Fehler und Unfälle profitiert, aber ich glaube, wenn das jetzt in diesem Rennen auch wieder so läuft, dann kann das nochmal ziemlich weit nach vorne gehen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Wir besorgen dich wieder, machen nochmal ein ganz kurzes Päuschen und dann sind wir gleich mit dem Rennen wieder zurück. Wir sind zurück aus Sebring, immer noch bei Simracing Deutschland, die DGTM am Mittwoch. Abend, Daniel Hahn nach wie vor am Mikrofon und jetzt geht's gleich los mit dem zweiten der beiden Läufe. Das Hauptrennen, 45 Minuten sind angesetzt und es gibt noch ein paar Dinge, die wir aufklären müssen. Zum einen ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, denn es werden nicht die ersten 10 gedreht, es werden die ersten 8 gedreht, also leider für Moritz Kaltwasser und für Achim Krause heißt das, Startplatz 9 und 10. Und im Endeffekt würde Alex Rambow, und ich sage mit Absicht würde, das werdet ihr gleich merken, warum, auf die 8 zurückfallen. Allerdings hat er nicht rechtzeitig seine Pflichtrunden erfüllt und deswegen bekommt er da leider ein kleines Zusatzgewicht von 100 Kilogramm und er muss aus der Boxengasse starten, also doppeltes Handicap für ihn. Aber so wie wir ihn kennen, wird das ihm nicht allzu schwer fallen, da doch ein paar Positionen rauszufahren. Ob es ganz bis nach vorne reichen mag, wer weiß. Also vielleicht wittert der eine oder andere da vorne seine Chance. Vor allem natürlich für die Leute, die jetzt ganz vorne stehen und der Meinung sind, sie haben den Speed, um auch ganz vorne mitzufahren. Denn wer jetzt vielleicht gleich mal am Anfang ein paar Sekündchen rausfahren kann, dann mit einer guten Strategie noch dazu helfen wird, dann kann man da ganz schnell ganz weit vorne landen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. In wenigen Momenten geht's los. Und dann werden wir, sobald es ins Rennen geht, auch die Aufstellung haben. Und das ist jetzt in diesem Moment der Fall. Also, Mats Hutzfeld wird dann von der Pole starten. Er also neben Kevin Riedel. Und da erinnere ich mich zurück an das erste Rennen, da sind die beiden schon in der ersten Kurve einander geraten, also Achtung, Achtung, da ist Kollisionsgefahr bei den beiden. Ruben Denker auf der 3, Johann Schläger auf der 4, Thomas Meyer, Benjamin Sander, Robert Reck, Alex Rambow auf der 8, aber wie gesagt, Alex Rambow wird aus der Boxengasse starten müssen, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Moment steht er jetzt noch im Starterfeld, wir beobachten das mal. Das Ganze dann entwickelt, kann auch sein, dass er Ende der Einführungsrunde dann an die
Box fahren wird. Also Hutzfeld führt jetzt das Feld erstmal an, dann die weiteren Positionen. Kaltwasser Krause haben wir schon angesprochen gehabt. Jochen Bendermacher, Andreas Heinzle, Erik Jacoy auf der 13, Luca Borngester, Sebastian Roscher, Matthias Balanski, das ist dann die Reihenfolge, wie sie ins Ziel gekommen sind. Bernd Giel, Peter Walter, Jürgen Gartriger, Michael Ahrens und zum Beispiel Karl-Heinz Kluth leider nicht mehr mit dabei. Und dann fehlt uns noch ein weiterer Fahrer. Aber, wie so oft, finde ich jetzt da den Einzelnen nicht im Haufen. Und diesmal spekuliere ich nicht, nachdem ich mich beim letzten Mal so wunderbar vertan habe. Ja, Hutzfeld gegen Griedel, da gab es, ich habe es gerade angesprochen, gerade eben schon Kontakt in Kurve 1. Also wer weiß, wie das gleich ausgehen wird. Da hinten Ruben Denker, der wird hochmotiviert sein. Nach seinem super Rennen gerade. Johann Schlegel auf der 4, Thomas Meyer. Auch für ihn gutes Resultat im ersten Rennen. Benjamin Sander natürlich, Robert Reck, die beiden, die wittern jetzt ihre Chance. Leicht im Hauptrennen den ersten Saisonsieg einfahren zu können, wäre es für beide. Und wie immer an dieser Stelle nochmal der Hinweis, simracing-deutschland.de, die Adresse für alle Informationen zu allen Serien, insbesondere natürlich der DGTM und multibc.tv/simsport und dann den Fullpage-Chat auswählen. Da könnt ihr in Streamraum Nummer 4 mit uns diskutieren, Anregungen stellen, Fragen stellen natürlich auch. Oder falls ihr auch einen Fahrer besonders im Auge habt, natürlich da die neuesten Informationen dazu posten. Da greife ich dann auch gerne drauf zurück, falls Teammitglieder da also direkte Informationen haben über den einen oder anderen Fahrer, was da passiert ist, dann immer her damit. Wird dann natürlich auch direkt eingebunden. Ansonsten für alle, die nochmal irgendwas loswerden wollen, da die Möglichkeit also. So, wir sind angekommen bei Start und Ziel und wir sehen also in der Tat Alex Rambow ist in der Startaufstellung. Also war das wohl irgendwo eine Fehlinformation, dass er aus der Box starten muss. Zumindest war das zwischen den Rennen im Chat so im Chat zu lesen. Habt ihr zu Hause nicht mitbekommen. So, das zweite Rennen ist gestartet. Hutzfeld kommt gut weg. Dahinter auch Ruben Denker. Der greift schon an. Dahinter wollen 5 nebeneinander in die erste Kurve gehen. Das kann ja eigentlich nicht gut gehen. Vorne erstmal heißt beim alten Denker auf der Innenbahn gegen Riedel. Und der hat die Nase vorne. Leichter Kontakt zwischen bei Blauen, aber es sind erstmal alle unterwegs. Wunderbar. Gratulation an das komplette Fahrerfeld. Alle 20 unbeschadet durch die ersten Kurven gekommen. Hutzfeld nach wie vor vorne. Angriff dahinter von Denker. Und Riedel auf an Denker natürlich. Da macht er ihm die Türe zu. Umdenker. Aber Kevin Riedel will es mit Gewalt doch probieren an dieser Stelle. Das habe ich im ersten Rennen schon mal kurz angesprochen. Da kann man es eigentlich nicht probieren. Und beide leiden darunter. Wollen zurück. Wir schauen es nochmal an. Ja, also da ist Umdenker schon eigentlich am Limit. Lässt ihm eben sogar die Bahn offen. Aber leider Kevin Riedel viel zu spät. In dem Fall noch eher Rumdenker, der Leidtragende, fällt bis auf die 8. Position zurück. Sortiert sich hinter Bendermacher ein.
Und wo ist Robert Reck auf der 11? Benjamin Sander bis auf die 5 vorgefahren. Und Alex Ramboff schon auf der 2. Also da ging es jetzt richtig schnell nach vorne für ihn. Schon auf der 2. Auf der Jagd nach Mats Hutzfeld. Dahinter Thomas Meyer. In Bedrängnis von Kevin Riede. Aber auch dahinter ist es richtig eng. Wir haben das Sander gegen Krause. Einfahrt in Kurve 2, aber Krause kann hier die Oberhand behalten. Direkt dahinter das nächste Dreierpack. Kaltwasser, Schlegel, Reck. Und Kaltwasser muss sich hier verteidigen. Auf der Innenbahn gegen Schlegel. Der hat jetzt schon die Nase vorne. Und der kriegt die Kurve. Wunderschönes Überholmanöver. Und dann offensichtlich gab es dann doch schon die ersten Zwischenfälle Ende der ersten Runde. Ahrens, Giel, Balanski und Gattringer. 4 Fahrer also in der Box gewesen. Und auch Andreas Heinzel ist weit zurückgefallen. Möglicherweise auch an der Box gewesen. Hätte ich dann zu spät gesehen. Und da vorne fliegt erstmal Kevin Riedel leicht von der Strecke. Das nutzt Achim Krause ab. Aus. Und auch Ruhm Denker. Und vorne ist Alex Ramboff vorbeigegangen an Mats Hutzfeld, und da das möglicherweise das letzte Überholmanöver von ihm sein wird, schauen wir es uns dann nochmal an. Ja, da kam er besser aus der. Kahne raus und er schafft es dann tatsächlich an dieser Stelle, sich vorbeizudrängen. Also, das ist so vielleicht der klitzekleine Unterschied, der es am Ende ausmacht. Hutzfeld ebenfalls, aber. Natürlich hat die Linie offen gelassen. So, Thomas Meyer schon auf der 3. Und auch ganz dicht dran. Also der blüht heute auch richtig auf. Ah, war da vielleicht aber schon ein bisschen übermotiviert. Oder hat die alte Kommentatorenkrankheit mal wieder zugeschlagen. Kaum lobt man jemanden, macht er den Fehler. Aber so fatal war er jetzt noch nicht. Dahinter Riedel schon wieder durchs Gras. Hinter seinem neuen besten Freunden. Ruben Denker. Dahinter Sander, Schlegel, Reck. Also Reck konnte sich ein bisschen wieder rehabilitieren. Der Abstand auf Sander nur 2 Sekunden. Natürlich jetzt auch die Frage, wer hat wie viel Sprit an Bord. Und wieder Duell Riedel gegen Denker. Mal in der Haarnadel. Aber das sieht mir aus, als ob da. Ja, Ruben Denker verliert das Auto am Ausgang. Übersteuern. Und das nutzt Riedel aus. Also diesmal ging es völlig harmlos zur Sache. Wenn man das mal so sagen kann. Und wer steht da hinten? Offensichtlich ein überrundetes Fahrzeug. Bernd Giel ist das. Also für ihn kein gutes Rennen. Und auch Andreas Heinzel jetzt an der Box. Nachdem die erste Runde 3 Minuten gedauert hat. Also. Oder die zweite Runde 3 Minuten gedauert hat, muss man sagen. Hat es da vielleicht nochmal probiert, mit Schaden weiterzufahren. So, und Thomas Meyer vorbeigegangen an Mats Hutzfeld. Auf der langen Geraden. Aber kurz davor. Hier ist es der Fall, da schauen wir nochmal kurz rein. Ah. Hat uns Bernd Giel einen Moment beschäftigt. Also hier, leicht besserer Ausgang von Thomas Meyer. Zieht da daneben und jetzt geht's gleich. Durch dieses gesamte Geschlängel nebeneinander durch. Also wunderbares
Duell, das werden wir jetzt hier schön beobachten können. Und Hutzfeld bleibt dann direkt dran. Erwischt hier sogar den Haus, ja, zumindest den Eingang leicht besser. Aber es reicht dann eben nicht ganz, um nochmal zu kontern. So, sortieren wir mal auf nach den ersten, nach der ersten Phase. Rambow also auf der 1 vor Thomas Meyer, Mats Hutzfeld, dann Achim Krause, Kevin Riedel, Ruben Denker, Johann Schlegel, Benjamin Sander, Robert Reck, die 9 innerhalb von 10 Sekunden, wir sehen es gerade schön auf der Tabelle, also noch alles eng beisammen, da ist noch gar nichts entschieden, dann dahinter Moritz Kaltwasser, Jochen Bendermacher auf der 11, Sebastian Roscher auf der 12, Borngesser 13, Peter Walter 14 und Erik Schakoy 15. 15 auch noch ja, einigermaßen zusammen, dann bricht es aber schon ab, Ahrens war ja ebenfalls schon an der Box, genauso wie dann dahinter Jürgen Gattringer, Matthias Balanski und Andreas Heinzle und ja, Bernd Giel, das ist keine große Überraschung, wir haben ihn gesehen am Rand stehen und deswegen, ja, keine große Überraschung, dass von ihm der Ausfall kommt, wir können wahrscheinlich schauen, ob er Sieg ist. Fahren wir ihn mal schnell ran, dann haben wir ihn schon hier bei uns und fragen wir einfach schnell nach. Bernd Giel, ja, Grüß Hallo. Aus. Hallo erstmal, genau, war schon vergessen. Grüß aus, kein gutes oder kein glückliches Rennen, sage ich mal. Was, wie lief's denn? Oder wie lief's denn nicht, muss man besser fragen. Ja, genau, wie lief's denn nicht? Weder Lauf 1 noch 2, beiden Läufen bestimmt kann man aufgeschrieben. Kann man machen. Einfach keinen Zweck mehr Abstand aufgehört. Also war dein Auto schon beschädigt dementsprechend? Ja, ich hatte die Aufhängung komplett zerrissen im, schon in der ersten Runde, weil einer im Zielangangsgurt quer gestanden hatte. Wollte nicht mehr ausreichen, bin voll ins Auto rein und hab nur versucht weiterzumachen, aber es ging einfach nicht mehr. Okay, wir werden mal beobachten, wie weit es noch für Thomas Meyer geht, denn bei ihm fehlt auf jeden Fall die Frontschürze und er zieht jetzt hier ein eine Riesenschlange hinter sich her. Vier Fahrzeuge, fast Bumper an Bumper bis vor wenigen Momenten. Dahinter Denker, Riedel und Schlegel. Und jetzt geht zumindest Achim Krause auf die dreimal vorbei. Aber das wird dann nicht mehr lange dauern, bis der Rest folgen wird. Nochmal schnell zu Bernd Giel zurück. Ja, heute war es nicht so erfolgreich. Sebring ist auch nicht allermanns Strecke. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, eigentlich schon. In den Zeiten her ging es eigentlich noch. Mehr war das hier heute im Rennen auf jeden Fall. Und ich denke schon, und ersten 12, 13 ist gemeinsam gegangen. Dann wünsche ich dir viel Glück, dass beim nächsten Mal besser läuft. Ja, wollen wir hoffen. Muss ich jedes Rennen so enden wie dieses heute. Ja, da tut es auch meistens nicht. Also ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg beim nächsten Mal und ja. Danke und tschüss. Ja, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Gleichfalls, ciao. Ich, ja. So, folgerichtig Thomas Meyer an der Box, also hat es gemerkt, da geht nichts mehr ohne Frontschürze. Wir haben es jetzt leider nicht ganz komplett aufklären können, warum er ja da ohne Frontschürze rumgefahren ist. So, sortieren wir nochmal nach den letzten Ereignissen. Rambo vorne weg, Hutzfeld damit auf der 2. Vor Achim Krause, der hat sich ja vorbeigeschoben dann an Thomas Meyer, haben wir gerade gesehen. Dahinter Ruben Denker, der ist mal wieder vor Kevin Riedel und in diesem Moment dann Kevin Riedel auch hinter Johann Schlegel. Da gab es den Angriff zur Haarnadel und Riedel rutscht von der Linie runter. Das nutzt Schlegel aus, dann eher problemlos. Also, neues Positionsveränderung. Jetzt Schlegel auf der 5.
Benjamin Sander und dahinter schon Robert Reck. Also die beiden. Ja. Sander hat gesagt im Interview, Alex Ramov, da gucken wir eigentlich gar nicht drauf. Aber für mich vielleicht die beiden heißesten Kandidaten dann noch ganz nach vorne mitzufahren. Nochmal aufs Podium zu kommen. Würde mich nicht überraschen, wenn wir tatsächlich selben Top 3 in Quali, Rennen 1 und Rennen 2 hätten. Es würde mich nicht überraschen, meine Damen und Herren. Aber das Rennen ist noch lang. 32 Minuten und 45 Sekunden, um genau zu sein. Und Sebastian Roscher in den Top 10 aktuell. Sensationelles Ergebnis für ihn. Carbon gestern auf der 11. Und auch im zweiten Rennen läuft für Jochen Bendermacher nicht. Hat in Lime Rock Park noch mit die besten Zeiten gefahren. Auch hier sah er schnell aus, hat sich aber ziemlich weit vorne qualifizieren können. Auf 5 oder 6, wenn ich mich nicht täusche. Und beide Rennen weniger, ja, eher schlecht als recht. Chakoy auf der 13, Thomas Meyer nach seinem Boxenstopp auf der 14. Kurz vor Peter Walter, das die Punkteringe im Moment. Jürgen Gartringer auf der 16. Auf der 17, Michael Ahrens. Nicht allzu weit dahinter, also da ist durchaus noch was drin. Wenn da vorne vielleicht noch jemand ausfällt, für die Jungs gilt es da dran zu bleiben. Dasselbe gilt für Matthias Balanski und auch Andreas Heinzle. Ja, ist im Grunde nur 4 Positionen weg von den Punkterennen und deswegen sollte man da immer weitermachen. So, Achim Krause im zweiten Rennen läuft es für ihn schon deutlich besser. Auch wenn sich Ruhm Denker so langsam von hinten anschiebt. So, aber hier braut sich jetzt was zusammen. Das sind die Positionen 5, 6, 7, 8. Begel, Riedel, Sander und Reck. Da laufen von hinten Sander und Reck auf Begel und Riedel auf. Und das könnte natürlich richtig heiß werden jetzt gleich. Noch eins Cockpit von Benny Sander. Sehr schöne Szenen, die wir jetzt unterbrechen werden, dass sich vorne was an genauso aneignet wird, denn Krause scheint nicht ganz den Speed von Ramov zu haben und Ruben Denker schnuppert hier am Podium. Ist ebenfalls ganz nah rangekommen. Also jetzt hier direkt 3 Zweierpakete hintereinander. Ambo vorne weg. Dann auf der 2 Mats Hutzfeld. Und direkt dahinter Krause, Denker, Schlegel, Riedel und Sander, Reck. Reck ein bisschen abgefallen. Kaltwasser auf der 9 und nach wie vor hinten. Deine Bild wird immer größer. Sebastian Roscher auf der 10. So, jetzt sind wir aber wieder hier an der dritten Position. Es wird
heißer kurz vor Rennhalbzeit. Denker dran an Krause und Krause seinerseits wiederum dran an Mats Hutzfeld. Hier könnte es jetzt gleich den Angriff geben. Borngester gegen Bendermacher. Bendermacher verliert offensichtlich viel Zeit. Rundenzeiten im Moment nur bei 2,03, also 3 Sekunden über der 2-Minuten-Marke. Wir sehen es an der Spitze, Alex Rambach ist da 2 Sekunden schneller. Also auch hier bahnt sich jetzt das Überholmanöver an um die 11. Position. Zurück. Ja, zum Spitzentrio, sagen wir es mal, nehmen wir Alex Rambow da so ein bisschen raus in seiner eigenen Klasse mit, ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie da vorher entweder gescherzt haben oder, aber ich glaube mich zu erinnern, eine Server-Message gelesen zu haben, also eine, die vom Server erstellt wird, aber okay. Wer weiß, was jetzt genau im Alex Rambos Auto ist oder nicht. Auf jeden Fall er selbst am Steuer und das ist schon ziemlich viel. Bert, 13,8 Sekunden im Moment. Und Ruben Denker geht an die Box. Also er reagiert jetzt, geht aus dieser Kampfgruppe raus, wird versuchen, sein eigenes Rennen aufzuziehen. Und jetzt können wir mal Zeuge werden dieser ewig langen Boxengasse hier in Sebring. Der Boxenplatz ziemlich weit hinten. Aber er wird sehr viel Zeit verlieren. Mal sehen, wie es bei ihm aussieht. Standzeit 11,4 Sekunden, also nur Reifen gewechselt, nicht nachgetankt. Ausfahrt bis zum letzten Hütchen muss man warten und dann darf man reinziehen. Und Ruben Denker fällt circa 30 Sekunden hinter die Gruppe, in der er gerade war. Also eine halbe Minute verliert man in etwa pro Boxenstopp. Und Robert Reck ist ausgeschieden. Ja, was ist denn da passiert? Gerade in diesem Moment. Und ich ahne Schlimmes. Ja. Also, dieses plötzliche Verschwinden lässt sich eigentlich nur durch einen Disconnect erklären. Und das wäre verdammt bitter. Und wenn ich jetzt mir das Teamspeak ansehe, dann würde ich eher auf einen Computerabsturz tippen. Denn das zeigt mir nicht, dass er die Verbindung verloren hat, sondern dass er rausgegangen ist von selber. Aber das glaube ich nicht, dass er mitten im Rennen rausgeht und vor allem kann er gleichzeitig nicht aus dem Teamspeak rausgehen. So, nächster Boxenstopp. Kevin Riedel und auch davor Hutzfeld, der hat die Position verloren an Schlegel. Das haben wir gar nicht mitbekommen, jetzt gerade durch den Ausfall von Reck, also Hutzfeld hat die erste Position verloren. Viel interessanter für mich jetzt aber im Moment, was macht das Duell Kevin Riedel gegen Ruben Denker? Jetzt Fernduell eine Runde. Hat das gereicht für Ruben, um die Reifen richtig auf Temperatur zu bringen? Riedel, der einzige bisher diese Runde an der Box. Dann Zeit deutlich länger und das sollte für Denker weit reichen, vorbeizugehen. Da kommt er schon. Deutlich, deutlich. Also fast 7 Sekunden allein schon von der Standzeit draufgepackt. Luca Borngester dadurch vorübergehend 9. Sebastian Roscher 8. Jochen Bendermacher auf der 7.
Kaltwasser 6. Sander. Und dann haben wir hier wieder unsere Gruppe. Inzwischen ist sie ein bisschen lichter geworden. Hotzfeld jetzt mit dem Fehler. Und Krause nutzt das eiskalt aus. Also so macht man das. Abwarten. Aber auch Hutzfeld scheint mir nicht ganz glücklich zu sein mit dem Auto. Immer wieder kleinere Fehler bei ihm zu sehen. Jetzt also Benjamin Sander hinter ihm, der also noch länger draußen geblieben ist. Peter Walter in der Box. Im Moment auf der 16 fällt jetzt zurück. Fällt eine Position zurück. Und Hutzfeld im Windschatten und dahinter im Windschatten Benny Sander kann da vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen, aber der zum Angriff wird es nicht reichen. Hutzfeld auf der Innenbahn. Und jetzt könnte Sander davon profitieren. Wir schauen uns gleich nochmal genau an, was da zwischen Hutzfeld und Krause war. Hutzfeld gar nicht glücklich darüber. Sander auf der Innenbahn, da gibt es den Kontakt. Sander schlägt links an die Bande an. Dadurch jetzt Hutzfeld wieder vorbei. Also bei müssen nochmal einen Kurs in Rücksichtnahme nehmen. Schauen wir uns nochmal an, was da genau los war. So vorne erstmal. Krausisch. Da müssen wir noch ein bisschen weiter vorgehen, denn genau erst. Der Angriff von Hutzfeld auf die Innenbahn. Stich da vorbei, da gibt es schon eine leichte Berührung. Das ist normalerweise nicht allzu schlimm. Unglücklich, aber... Ja, und da lässt sich... Ja, Krause nicht raustragen, aber... Er verringert seine Geschwindigkeit nicht unbedingt. So wie Hutzfeld das gewollt hätte. Dann gibt es den Kontakt und dann... Genau, hier nochmal zwischen Sander und... Ja, auch da Krause nicht ganz optimal gefahren für den Gegner, möchte ich jetzt mal behaupten. Inwiefern das legal oder illegal oder was auch immer ist, das muss ich nicht entscheiden, soll ich nicht entscheiden und das ist auch gut so. Und nach wie vor der Kampf um die spitze Bänder machen, wir haben es gesehen, inzwischen an der Box gewesen. Und jetzt geht's wieder auf diese Stelle zu. Also eigentlich sollte jetzt einer rausgehen aus dieser Gruppe. Mindestens einer zum Boxenstopp. Sieht aus wie wenn Krause abbiegen würde. Da täusche ich mich aber gewaltig. Es ist Benjamin Sander im Endeffekt, der abbiegt. Und auch Johann Schlegel vor ihm an der Box. Der hat aber jetzt schon ein paar Sekunden rausfahren können, nachdem er seinerseits an Hutzfeld vorbeigegangen ist. Auch Kaltwasser an der Box. Und ja, zwischen Hutzfeld und Krause jetzt erstmal die Wogen geklettet. Jetzt konzentrieren wir uns auf Benjamin Sander. Und genau weil dieser Mann hier, Ruben Denker, einer seiner direkten Konkurrenten vorbeigegangen ist. Ruben Denker hat gute Arbeit aus seinen Reifen rausgeholt. Also er hier einer der 7 Piranhas, die wir heute insgesamt am Start haben. Vorbeigegangen an seinen Teamkollegen. Luca Borngester, wir sehen es jetzt also 20 Minuten vor Schluss. Die meisten Fahrer legen also eher das, ja, das Momentum in den zweiten Stint. Haben versucht, so lange wie möglich mit den Reifen zu fahren, um jetzt nochmal mit wenig Tank alles zu geben. Und es sind auch noch einige Duelle, die nicht entschieden sind. Also Achim Kraus und Mats Hutzfeld, die müssen beide noch an die Box gehen. Genauso wie natürlich der führende Alex Rambow, aber der hat inzwischen fast sogar einen Boxenstopp Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Also keine Gefahr, da nach hinten zu fallen. Johann Schlegel offensichtlich nicht so ein guter Stopp erwischt. Ist zurückgefallen hinter Sander. Friedel
und Denker. Also möglicherweise hat er nachgetankt. Das kostet so 5-6 Sekunden, je nach Benzinmenge. Das ist also jetzt so hier die Dreiergruppe. Sander, Riedel, Schlegel um Position 5. Je nachdem, wo sich Krause und Hutzfeld einreihen. Und da gehen wir jetzt hin, beide parallel an der Box. Ruben Denker wird vorbeigehen auf die zweite Position. Und er hat ja seinen Boxenstopp schon absolviert, also. Ruben Denker, was für ein Abend von ihm. So, Krause weg, Hutzfeld weg und da kommt die ganze Gruppe an. Von hinten auch noch Thomas Meyer gegen Hutzfeld. Hutzfeld muss sich da ganz hinten einreihen. Auf der jetzt achten Position. Und wie gesagt, da wird sich jetzt nicht mehr verändern. Alex Rambow kann jetzt in die Box kommen, da wird er an der 1 bleiben, wird also tatsächlich jede einzelne Runde geführt haben. Schafft hier den Grand Slam. Schnellste Runde. Jede Runde geführt. Und Pole Position. Und alles drum und dran. Und immer Erster gewesen. Also, was will man noch mehr sagen? Ist die Ausnahmeerscheidung in dieser DGTM-Saison. So. Aber um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, was haben wir jetzt? Also, Alex Rambow souverän auf der 1, Ruben Denker auf der 2 und dann fängt's an. Riedel, Sander, Schlegel und nicht weit davon entfernt Krause, Meyer, Hutzfeld. Kaltwasser auf der 9, Jochen Bendermacher durch die Boxenstops auf der 10, Luca Borngesser auf der 11, Jürgen Gattringer auf der 12, dahinter Erik Czakoy, im Moment 13. noch ohne Boxenstopp, Sebastian Roscher, 14. Ahrens auf dem letzten Punkterang. Dann Balanski, Walter und Heinzle. Und jetzt geht hier das nächste Trio auf die letzte Kurve zu. Das verspricht spektakuläre Szenen. Angriff von Sander, zieht aber nochmal zurück. Kommt jetzt etwas von der Linie ab, Schlegel versucht in daneben zu ziehen. Im Staffelflug drei Fahrer durch die letzte Kurve. Ah, und Schlegel hatte sogar leichten Vorteil. Davor im Riedel ebenfalls die Bahn gewechselt hat. Sander nimmt eine sehr enge Linie, aber fährt das wunderbar raus hier in der ersten Kurve. Sander auf Riedel und dann kommt auch noch Schlegel, der mitziehen möchte. Der bremst, verliert Riedel. Nimmt den aggressivsten Bremsprung mit und wird belohnt. Also sehr gut gemacht von Kevin Riedel auf der Innenbahn. Hat da sowieso die schlechtere Linie. Aber er kriegt die Kurve und kann seine Position verteidigen. Jetzt außen von Sander, das kann nicht funktionieren. Alex Rambow inzwischen an der Box gewesen. Abstand jetzt auf Ruben Denker 17 Sekunden. Aber das ist dann wohl gegessen. So, und wenn die sich weiter streiten, dann kann auch Ruben Denker so ein bisschen die Füße hochlegen, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht eine Tempostufe runterschalten. Denn die werden hier sich gegenseitig die Zeit wegfressen in diesem harten Dreikampf. Es ist kaum möglich, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass dahinter Achim Krause wohl unweigerlich wieder rankommen wird. Dann können wir hier sogar ein Viererpack, vielleicht das Fünfer oder sogar das Sechserpack erleben. Also was für eine Dramatik verspricht dieses Rennen noch.
Also im Grunde müsste ich eigentlich nicht mehr viel machen. Ich müsste eigentlich nur die drei im Bild lassen und könnte mich zurücklehnen. Das spricht im Moment schon für sich selbst. Jetzt geht Schlegel vorbei an Sander. Gibt es da nochmal den Konter auf der Innenbahn? Er probiert es zumindest. Beide parallel durch die Kurve. Lasst euch Platz. Ihr fahrt so fair miteinander bisher. Wunderbar. Also direkt der Konter wieder. Noch nichts entschieden. Jetzt geht es wieder hier auf die Haarnadel zu. Probiert Schlegel auf der Innenbahn. Und er kann sich in die Lücke drücken. Also wieder Positionsveränderung und Achim Krause dahinter, der wird sich denken, ja macht ruhig weiter so Jungs, habe ich gar nichts dagegen. Dahinter Hutzfeld, vorbei an Thomas Meyer, ebenfalls aus der Schikane. Konter von Meyer, schwierige Stelle, aber er schafft es. Auch von ihm jetzt hier wieder eine gute Aktion. Also ein wunderbares Manöver nach dem anderen. Selten so viel qualitativ Gutes nacheinander gesehen. Und das alles fair, ohne große Berührung. Meyer und Hutzfeld sollten sich jetzt ihrerseits eigentlich drauf besinnen, an diese Gruppe ranzufahren. So, Hutzfeld probiert wieder vorbeizugehen. Oh, Meyer energisch dagegen. Geht auf die Innenbahn. Geht dann erst wieder vorbei. Und muss ihn dann doch wieder vorlassen. Oh, und Riedl ist zurückgefallen. Also da müssen wir schnell nochmal die Wiederholung zu Rate ziehen. Oh, und da gab es den Kontakt zwischen ihm und Johann Schlegel. Und da verliert er natürlich den ganzen Schwung, verliert gleich alle drei Positionen. Und da fliegt er schon wieder quer über die Strecke und diesmal mit noch größeren Folgen. Denn er schlägt ein, Funken sprühen und das deutet auf einen Plattfuß hin. Kann er einlenken. Ah, ganz mühselig. Und das wird ihn zurückwerfen. Kevin Riedl. Oh, ist das bitter. Das ist so gut mitgefahren. Wir schauen nochmal drauf, was da genau passiert ist. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand in der Nähe war. Ich glaube, da hat er sich alleine verabschiedet. Hier hinter Krause. Zu weit rausgekommen. Übersteuern und eng, da ist die Luft raus. Also, denke, auch er wird sich da die Haare raufen. Wäre nicht nötig gewesen, wäre jetzt hier Alex Rambow mal wieder eine schnellste Runde nach der nächsten hinzaubert. Also knackt jetzt hier auch noch die 2 Minuten im Rennen, das wäre ja der Knaller. Was vielleicht noch eine Randnotiz, wie dieses Rennen so ein bisschen, das wäre so ein i-Tüpfelchen nochmal ganz oben drauf. Thomas Meyer gegen Hutzfeld jetzt um 6 und 7, nachdem Riedl zurückgefallen ist. Und Thomas Meyer hat jetzt hier erstmal wieder die Oberhand davor. Konnte sich Schlegel ein bisschen absetzen. Während Krause und Sander sich jetzt in die Haare kommen. In die Haare kriegen natürlich. Oder? Wie auch immer. Erstmal kriegt Sander die Kurve nicht. Hier nochmal der Blick drauf. Er probiert innen anzugreifen. Ah, da kriegt er Übersteuern auf den Randstein innen. Und das wirft ihn dann auf dem Randstein am Kurvenausgang aus der Bahn. Letztendlich zwei kleine Dinge, die dann nicht zusammengepasst haben. Damit haben wir jetzt zum ersten Mal, ich glaube seit Anfang des Rennens, an der Spitze
ein bisschen Abstände zwischeneinander. Nutzen wir die Gelegenheit, sortieren wir das Feld auf. Alex Rambow ganz souverän vorneweg. Dann Ruben Denker auf der 2. Sehr starkes Rennen auch hier wieder von ihm im zweiten Durchgang. Johann Schlegel aktuell auf der 3. Achim Krause, 4. vor Benjamin Sander, Thomas Mayer. Aber Sie sehen es, da ist jederzeit noch was möglich. Mats Hutzfeld auf der 7. Moritz Kaltwasser vorgerutscht, genauso wie Jochen Bendermacher auf der 9. Luca Borngesser schließt die Top 10 ab. Auf der 11. Sebastian Roscher, 12. Jürgen Gattringer, 13. Kevin Riedel. Inzwischen wieder mit reparierten Reifen. Gattringer ist direkt vor ihm, wie wir sehen. Oder nicht direkt, aber kurz vor ihm, knapp vor ihm. Kann er vielleicht noch ein oder andere Position gut machen. Dahinter dann Erik Chacoy nach wie vor ohne Boxenstopp. Versucht er also wahrscheinlich auf einem Satz und einem Tank durchzukommen. Hat ihn zwischenzeitlich mal vorgespielt bis auf die 13. Und im Augenblick hat er noch nicht so viel verloren. Aber die letzte Runde ist eine 2-10. Also er verliert da im Vergleich zu Balanski. Den haben wir hier mit oder besser ohne Frontstürze. Und Peter Walter 5 Sekunden. Bei Balanski, das ist nicht Peter Walter hinter ihm, das ist Andreas Heinzle hinter ihm. Dazwischen noch Ahrens auf der 17 und dann eben Heinzle. Hier aber schon mit Rundenrückstand. Vorne tut sich aber wieder was. Sander nämlich nur noch auf der 8. Und hier sehen wir auch den Grund dafür. Ein paar Fehler von Benjamin Sander. Ausgang, Kurve 1 zu stark über die Randsteine. Ähnlicher Fehler, wie wir gerade von Riedel gesehen haben. Er hat aber dann noch das Glück im Unglück nicht einzuschlagen oder auch die Fahrzeugkontrolle, teils, teils. Mal ist da auch die Auslaufzone etwas weiter. Und dann stimmt sein Rhythmus hier nicht, deswegen kommt er da gleich nochmal ins Gras. Aber ohne weitere Folgen. Hat ihm allerdings Positionen gekostet und natürlich die Zeit. Denn allzu lange ist nicht mehr. In 6 Minuten, also mehr oder minder 3 oder 4 Runden, da kann man nicht mehr allzu viel rausholen. 5 Sekunden jetzt der Abstand auf Kaltwasser, der aktuell den 7. Platz belegt. So, wir haben aber auch einen Kampf um die 11. Position hier. Gattringer gegen Roscher. Und ja, so aggressiv wie die Jungs vorne nach wie vor zu Werke gehen, da es immer noch sehr eng ist, könnten die beiden durchaus noch in die Top 10 rutschen. Auch Kevin Riedel, dahinter ist ja immer noch eine Gefahr. Gattringer jetzt vorbeigegangen an Roscher, neuer 11. Und Roscher probiert nochmal den Angriff, aber der wird leider misslingen. Denn da kommt Kevin Riedel und am Kurvenausgang gibt es dann sogar den Kontakt. Roscher muss die Position hergeben. Woher weiß ich das? Wir sind in der Wiederholung, was ich gerade gemerkt habe. Und deswegen springen wir wieder ins Live-Bild. Erik Chacoy wird jetzt überholt von Balanski. Ich habe es eben angesprochen. Die Reifen sind bei ihm hinüber und er gibt zwar alles, aber selbst der angeschlagene Balanski kommt da ohne weitere Probleme vorbei. Chacoy, einen Punkt hat er noch. Der Abstand auf Walter ist eine Dreiviertelrunde, also das sollte er nach Hause fahren können. So, jetzt Riedel gegen Gattringer um die 11. Position. Und Riedel erwartungsgemäß auch hier ohne größere Probleme. Letzte Kurve kriegt er auch und damit sollte das jetzt hier erstmal durch sein. Aber denkst du hier, Gattringer, der will nochmal, natürlich. Warum sollte er nicht kämpfen, probieren, aber die Außenbahn wird schwierig werden. Versucht da innen reinzustechen jetzt. Das könnte gelingen. Aber jetzt muss es auf der Bremse richten. Und das schafft er nicht. Kevin Riedel da zu stark. Aber nochmal starke Aktion von Gattringer. Hat seine Position nicht einfach so aufgegeben. Hat nochmal dagegen gehalten. Damit scheinen jetzt die hinteren Positionen klar zu sein. Wir nähern uns langsam wieder der Spitze und dem Rennende. Borngesser, Bendermacher, auch die beiden ohne direkten Gegner. 5 Sekunden, da gehe ich jetzt mal davon aus, da sollte sich nicht mehr allzu viel
bewegen. Sander konnte ein bisschen an Kaltwasser ranfahren, aber wo ist es noch richtig eng? Ja, nirgends mehr. Also, gehen wir zu Meier und Hutzfeld mal für eine Runde und schauen, ob sich da was andeuten könnte. Und dann sind wir auch schon in der letzten. Und dann sehe ich aber, dass Jürgen Gartringer nicht aufgeben will. Also komm, warum nicht? Hier spielt noch die Musik im Mittelfeld. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass Riedel sich wieder absetzen kann. Aber Gattringers Beste auch eine 2.009, also 2.09. Schneller als die von Riedel. Kämpft's wieder auf der Außenbahn. Riedel geht auf die Kampflinie. Probiert er jetzt wieder reinzustechen. Deutlich besser aus der letzten Kurve. Jetzt hat er den Schwung. Um sich vielleicht die entscheidenden Meter nach vorne zu setzen. Und man nimmt da die Kurve noch weiter, um noch mehr Schwung mitzunehmen. Aber Kevin Riedel positioniert sein Auto sehr clever. Lässt sie da keinen Weg frei. Alex Ramow in der letzten Runde. Und es scheint jetzt tatsächlich einzutreffen, dass Riedel sich ein paar Meter absetzen konnte. Dann ist Hutzfeld nochmal dran an Meier. Also da hat er auch nochmal urplötzlich die anderthalb Sekunden rausgefahren. Kannst da nochmal den Angriff geben? Die Haarnadel wäre nochmal eine Möglichkeit. Ausgang sah etwas besser aus bei Thomas Meier. Und da sollte dementsprechend auch kein Angriff kommen. Und dann gehen wir an die Spitze zu Alex Ramow, der in diesem Moment auf die Gegengerade einlenkt. Und damit nur noch eine Kurve vor sich hat. Noch 7-6 Sekunden auf der Uhr. Selbst wenn er wollte, er könnte nicht noch eine Runde fahren. Das ist die letzte, macht's also ziemlich haargenau. Wenige Sekunden über der 45-Minuten-Marke. In diesem Moment kann nichts mehr schief gehen. Alex Ramow gewinnt also auch das zweite Rennen des heutigen Abends. Holt damit alles, was es zu holen gibt. An diesem DGTM-Abend. Bubendenker wird die zweite Position holen. Wir gehen aber mit der Kamera auf die beiden hier. Denn da wird es sicherlich nochmal spannend. In der letzten Kurve Hutzfeld gegen Meier. Es geht um die fünfte Position. Meier auf der Innenbahn. Hutzfeld außen. Da gibt es den kurzen Kontakt, aber mehr ist nicht drin. Thomas Meier verteidigt den fünften Platz gegen Mats Hutzfeld. Ruben Denker in der Zwischenzeit drüber. Johann Schlegel, Achim Krause. Das war klar. Da konnte sich nichts mehr Dramatisches entwickeln. Moritz Kaltwasser auf der 7. Benjamin Sander am Ende dann auf der 8. Position. Wäre sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber nichtsdestotrotz. Denke ich, ein durchaus
guter Abend für ihn. Kein sehr guter Abend, aber ein guter Abend. Jochen Wendermacher auf der 9. Luca Baumgässer holt eine Top-10-Platzierung auf der 10. Weil Kevin Riedel am Ende noch zurückgefallen ist. Und nur auf der 11 ins Ziel kommt, wäre auch deutlich mehr drin gewesen für ihn. Jürgen Gattringer dann auf der 12. Er sichtlich zufrieden mit dem Platz. Auf der 13 Sebastian Roscher. Und das ist dann auch der Letzte, der noch in der Runde mit dem Führenden ist. Auf den weiteren Positionen Balanski, Chakoy mit dem letzten Punkt. Und Walter und Arendt sind noch ins Ziel gekommen. Genauso wie Andreas Heinzle. Allerdings dann... Heinzle ist noch auf der Strecke, da ist er. Auf der 18. Ausgeschieden Robert Reck und Bernd Biel. So. Jetzt gibt's eine ganz, ganz kurze Pause und dann haben wir die ersten drei des Hauptrenns. Bis gleich. Wir sind zurück, haben sie uns geschnappt, die drei Glücklichen, und fangen an mit dem Doppelsieger des heutigen Abends, Alex Rambow. Glückwunsch auch zum zweiten Erfolg. Danke. Und diesmal lief es mal, ja, es lief eigentlich noch einfacher wie beim ersten Mal, oder? Ja, kann man so sagen. Also hat er gedacht, dass es am Start mehr Probleme gibt, zumindest in der ersten, zweiten Runde, aber bin da relativ gut durchgekommen. Und konnte dann recht zügig Führung übernehmen und von da an eigentlich auch das Rennen bestimmen. Also war ein Top-Ding für mich, ehrlich. Also Reifen waren am Anfang wieder so ein bisschen schwierig. Dachte, okay, nach ein paar Runden bauen die total ab, aber die haben sich dann nochmal gefangen. Und konnte dann relativ langen ersten Stint fahren und habe dann nochmal neue Reifen geholt und ein bisschen nachgetankt und konnte dann relativ locker ins Ziel fahren und von daher zwei super Ergebnisse. Was will man mehr? Wunderbar. Ja, Glückwunsch, Alex Rambow. Danke. Auf dem zweiten Platz am Ende wieder ein sensationelles Rennen gefahren, muss man sagen. Ruben Denker, Gratulation. Ja, danke. Und ja, wie erging es dir? Diesmal ging es noch weiter nach vorne. Du hast es ja gerade schon so, oder in der Pause schon so ein bisschen angekündigt, teilweise. Ja, also diesmal hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich auf 3 gestartet bin und nicht von ganz hinten. Ja, und am Start habe ich dann gleich einen Platz gut machen können. Leider dann im Verlauf der Runde wieder ein bisschen durchs Grün geackert. Ja, aber dann mit der richtigen Strategie den Platz 2 da sicher gemacht und... Ja, am Ende war es ja im Grunde nur noch nach Hause fahren, Reifen schon. Ja, aber ich bin zufrieden. Mir kam es so vor, wie wenn deine Strategie sehr gut funktioniert hätte. Der frühe Boxenstopp, dann schnell nochmal die Rundenzeiten anziehen. Ja, also es war dann irgendwann so, dass da ein Fünfkampf sich entwickelt hätte. Und da habe ich mich halt rausgezogen, indem ich da früh an die Box gegangen bin. Der Stopp war auch sehr gut, also die Standzeit war sehr kurz. Ja, und dann mit dem frischen Reifen einmal alles rausgekitzelt und hatte dann, glaube ich, so 8-9 Sekunden Vorsprung und hinter mir, die Leute waren halt gleich wieder im Kampf, das war perfekt. Ja, wunderbarer Abend für dich. Sorry Alex, für mich Man of the Race oder Man of the Evening. Ruben Denker, Gratulation zum zweiten Platz. Und den dritten im Bunde, den haben wir heute noch nicht gehört. Johann Schlegel, Gratulation für... Ja, das erste Podium dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, das war mein erstes Rennen, lief ganz ordentlich und danke an der Stelle nochmal.
Ja, das Setup hat zum Ende hin sehr gut funktioniert, als die Reifen angefangen haben abzubauen. Da konnte ich einige Plätze gut machen. Am Start habe ich gleich 5 oder 6 verloren. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, aber da habe ich, glaube ich, ein bisschen gepennt. Und wie gesagt, durch das Setup, was so ausgelegt war, konnte ich im Nachhinein dann nach den ersten Runden richtig Druck machen, habe ein paar Plätze gewonnen. Und das hat ganz gut geklappt, denke ich mal. Ja, und an der Stelle noch ein Sorry an Ruben von Kevin für den Unfall, ich bin klein. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dir schnell. Ja, erstes Rennen, guter Einstand würde ich mal behaupten. Was erwarten wir noch? Was dürfen wir denn noch von dir erwarten? Also ich denke mal, wenn es so weitergeht mit Kevin und dem neuen Team, was wir jetzt gegründet haben, dann werden wir ganz vorne mit dabei sein. Also, da sind wir gespannt. Und dann, ja, ob ihr die Worte auch in Taten umsetzen könnt. Heute hat es ganz gut funktioniert. Johann Schlegel, herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke. Ja, und damit kommen wir dann auch so langsam zum Ende unserer Übertragung. Es gibt vielleicht noch ein bisschen den Blick in die Zukunft zu werfen. Und zwar, was steht als nächstes auf dem Programm bei Sim Racing Deutschland? Da ist natürlich immer mit dabei im Sommer die Powrock, der vierte Lauf. Am 4. August gibt es den aus Deutschland, vom Sachsenring. Die Formel BMW, sehr interessant wird es da. Die Open Wheeler also zu Gast in der Powrock. Zum ersten Mal in dieser Saison und dann geht's in der DGTM weiter in Japan in 2 Wochen. Wieder am Mittwochabend. Bis dahin, alles Gute und ja, noch einen wunderschönen Abend. Daniel Hahn wünscht das und bis dann. Ciao.